Ich befinde mich hier in Herzogenrath und hier gibt es was ganz Besonderes und zwar diese Straße hier. Die sieht erstmal ganz normal aus, aber diese Straße ist auf dieser Seite, auf der ich gerade stehe, deutsch und auf der anderen Seite holländisch. Deswegen heißt sie hier auch Neue Straße und auf der anderen Seite Nieuwstraat. Und ich wollte einfach mal gucken, ob die Leute sich trotzdem sehr gut verstehen. Hallo! Hallo! Sprichst du Deutsch? Ja, klar. Sehr gut! Ich wollte schon immer mal gucken, wie so eine holländische Arschproletenkarre aussieht. Genauso wie eine deutsche. Wohnst du drüben? Ja. Das ist gut, das kann man hier mal sagen, hat nichts mit dem Osten zu tun. Sagt man das hier auch? Wohnt ihr drüben? Hat man schon mal überlegt, hier eine Mauer zu ziehen und zu sagen, die steht die nächsten 40 Jahre? Hier war doch mal eine Mauer. Was? Ja klar. Die Mauer muss weg. Wir sind das Volk. Die Mauer muss weg. Wir sind das Volk. So toll ist ja auch nicht. Ich komme wieder rüber. Obwohl, es hat ja auch was Gutes, ja? Legal? Illegal. Legal? Illegal. Einatmen? Ausatmen. Einatmen? Ausatmen. Hallo. Hallo. Oh, Ihre Klingel geht aber ganz schön lange, kann das sein? Ja. Nicht erschrecken, ich bin Deutscher. Ja. Hallo. Hallo. Oh, wie lange geht das noch? Jetzt ist zu Ende. Das ist ja nicht schlecht. Sie sind Holländerin? Ja. Sind Sie jetzt tendenziell eher für Deutschland oder für Holland dann während der WM? Ja, diese Frage ist natürlich für Holland, ne? Für Holland? Ja. Sonst könnte ich Sie vielleicht kompromissmäßig zumindest für Deutschland begeistern, dass Sie sagen, also solange Deutschland drin ist, bin ich für Deutschland? Ja. Ja? Ja. Weil dann würde ich nämlich sagen, du bist Deutschland. Nein. Ich habe nämlich sonst eine Aktion gestartet irgendwie. Das würde ich Ihnen, das können Sie auch aufs Fahrrad kleben. Ist ja gar kein Problem. Das wäre, du bist Deutschland, aber am 10. Juli wieder Käsekopf. Okay. Ja, mach ich ihn einfach mal hier ran. Ja, die ist nicht von mir. Na, ist ja egal. So, dann hat man das einfach mal dran und dann zeigt man ja auch Flagge für Deutschland. Okay. Dann noch alles Gute. Vielen Dank, dass ich... Oh, war das hier mit Kussangebot? Sehr Nein, gerne. Ich habe heute Geburtstag. Nein, Sie haben heute Geburtstag? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kommen Sie mal her. Oh, das ist ja super. Was ist hier, wenn Geburtstag, da gibt es aber auch jetzt Kuchen und ja, Essen und so. Ja, möchten Sie ein Stück? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Okay. Sehr gerne. Oh, das ist aber, da kann ich... Möchten Sie auch noch Kaffee? Ach, Kaffee, nee, das ist jetzt viel zu viel. Wie heißen Sie? Gitti. Happy Birthday to you. Happy Birthday, scharfe Gitti. Scharfe Gitti. Nicht aufnehmen. Natürlich. Hallo, und jetzt haben wir natürlich noch eine ganz besondere Kerze. Sie müssen sie gleich auspusten und dann dürfen sie sich was wünschen, Gitti. Gesundheit. Na, okay. So, dann alles Gute für den 18. Geburtstag. Ja, okay. Danke, Gitti. Hallo. Hallo. Was? Ich wollte Ihnen sagen, die Gitti feiert drüben in Holland gerade Geburtstag, hat einen Top-Kuchen und ich glaube, die sucht auch noch einen Mann. Ich glaube, das wäre ihre Chance. Einfach mal zuschlagen. Wo ist das? Ich kriege über 108, glaube ich, das. An dieser anderen Seite. Sind Sie Deutscher oder Holländer? Holländer. Umso besser. Die sucht, glaube ich, auch einen Holländer. Bitte. Dann alles Gute. Tschüss.